und herzlich willkommen zur 56. Folge unseres Let's Play X4. Ja, neue Aufnahmesession. Ich war gerade eben länger damit beschäftigt, die ganzen Kommentare von euch zu lesen. Danke schon mal dafür. Ich werde da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil es diese Folge wahrscheinlich eher nicht betreffen wird. Klar ist es sinnvoll, zum Beispiel mit dem kleineren Schiff die Kristalle zu farmen. Ja, das war einer der von vielen und ja, ich wie gesagt, ich lese sie, aber gut. Wir haben ja jetzt... Der externe Zugriff scheint noch immer blockiert zu werden. Ich habe wohl keine Wahl. Ich muss meinen momentanen Aufenthaltsort verlassen und zu Ihnen auf diese Station kommen. Ihre Hilfe wäre dabei sehr willkommen. Ich schicke Ihnen die nötigen Informationen. Ich hatte nicht damit gerechnet, diesen Fluchtplan so schnell in die Tat umsetzen zu müssen. Ein schnelles Kampfschiff würde sich am besten eignen. Ich glaube, da nehmen wir sinnvollerweise den Kleinen, ne? Der müsste ja hier auch irgendwo gelandet sein. Aber sollte ich mich nicht erstmal auf der Station umsehen? Gucken wir mal, was hier so Schönes gibt. Büro des Managers. Persönliches Büro? Aha, ein persönliches Büro. Das gucke ich mir erstmal an, bevor ich da jetzt irgendwelche Aufgaben erfülle. Hier runter. Hier, holla die Waldfee. Nette Vermögen, 5,5 Millionen. Schiffe, Station. Station ist noch nicht viel wert. Inventar, verfügbare Kredite 2,7 Millionen. Auf der Station ist nicht viel. Jo. Sehr schön. Illegale Waren? Wie illegale Waren? Nö, wir haben keine illegalen Waren. Bei uns ist alles erlaubt. Bei denen haben wir plus 7. Mhm. Okay. Statistiken, nein, die lese ich mir jetzt nicht durch. Inventar. Instabile Kristalle, was kann ich damit machen? Haben die irgendeinen Sinn für mich oder Halluzinogene? Ah ja. Das sind alles so Sachen, die würde ich doch gerne irgendwie jetzt hier auf der Station lassen. Modifikation. Raumanzugbombe. Keine Ahnung, wofür ich sie brauche. Globale Befehle.
Gegner-Universal, Standardeinstellung für automatischer Nachschub. Verteidigen, ja. Gut, das sind auch Sachen, die muss ich mir mal ganz in Ruhe angucken. Kontoverwaltung. Stationskonto hat im Augenblick nichts. Ich kann doch bestimmt hier das schneller machen. So. Genau, 1 Million will ich auf dem Stationskonto haben. Ja, 800.000 sollten reichen. Oder ne, es reicht auch weniger. Was macht die Station? Ich baue ja nichts großartig im Augenblick. Oder beziehungsweise, das ist ja für den Handel. Komm, da reichen hier die 500.000. Und da auch 500.000. So, ich glaube, so macht es mehr Sinn. Dann habe ich 1,7 Millionen, ja. Okay, dann wird sogar weniger. Nein, Stationskonto soll schon ein bisschen was haben. So. Bestätigen. Baubudget ist erstmal auf 0. Genau, weil im Augenblick brauchen wir ja gar nichts. Personalverwaltung. Das ist Managerin. Die kann natürlich noch gar nichts. Das ist Service, das ist Captain, das ist Captain. Der Miner. Ach ja, klar, wir haben ja 3 Schiffe. So, und auf der Station ist es halt. Genau. Ja, alles gut. Nachrichten. Ja. Ja, gut. Jetzt habe ich natürlich, Moment mal, wo waren das? Dock-Interaktion, nee, da haben wir im Augenblick gar nichts. Handeln. Ich stehe mal wieder auf. Ja, gut, ich habe hier ein Büro. Ich weiß da zwar noch nicht wirklich, was... Erwarte Befehle. Auf sicheres Depotlager zugreifen. Ah! Hier kann ich Sachen deponieren. Zack, die kommen da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Ja, so die roten Sachen. Genau. Zack. Die dürften jetzt nicht mehr auf dem Schiff sein. Schön. So. Büro des Managers. Gucken. Ah, mein Manager. Hallo, kann ich helfen?
Ach so, das sind jetzt die Informationen, die ich sowieso auch über meinen Dingen gekriegt hätte, wahrscheinlich. Naja. So, mir wurde gesagt, ich könnte hier den Handel zum Beispiel auch wieder einschalten und könnte dann bestimmte Sachen ausblenden wieder und na, das würde dann hier nachrücken. Na, wenn ich das zum Beispiel rausnehme, dafür sind dann so, das auch. Waffenkomponenten, Geschützkomponenten, Feldspulen und so weiter. Ich könnte hier auch suchen. Drohnenbauteile. Raketenbauteile. Schmarsmarge. Ja, und so weiter. Antriebsteile. So, und die anderen Sachen kann ich eben genauso ein- und ausschalten. Das war mir jetzt irgendwo sogar schon bewusst. Hallo. Was? Hi. Ja, ich weiß, ich bin jetzt hier bei dir und ich will eigentlich gar nichts von dir. Das heißt, ich will eigentlich, dass mein Miner zum Beispiel automatisch arbeitet. Und das wurde mir auch erklärt. So ganz begriffen habe ich das noch nicht. So, hier gibt es auch persönliches Büro, Sicherheitsbüro. So, und ich will jetzt den mit dem Elite. Ja, weil das ist ein kleineres, schnelleres Schiff. Elite, Angreifer. So. Und jetzt machen wir aber erstmal das. Das war hier die. Nein, das war es nicht. Die Missionen sind, glaube ich, hier, ne? Crew, Ausrüstung, Logbuch. Angebotene Mission, Missionsmanager. Fliege zu schwarze Sonne 4. Auf aktiv setzen. Nein, nicht auf meine Station schießen. Och, den wollte ich doch eigentlich, zack. So, schwarze Sonne müsste dann ja. Schwarze Sonne 4, hier. Ach, hat er schon. Autopilot eingeschaltet. Denn das aus mit unserem Inventar? Das müsste doch unter Schiffsinformationen sein, ne? Da ist 0. Gut. Da ist nichts gefüllt. Das ist gut.
fliegen wir nämlich so schön durch den Asteroidengürtel. Vielleicht habe ich ja Glück, dass ich noch unterwegs noch was einsammeln kann. Aber was mir gerade einfällt... Der Adler... kann man hier noch so ein bisschen aufklären. Dahin erkunden. Und der Miner, wo ist der? Der ist da. Der ist voll. Bestätigen. Na, man kann sie das schon mal machen. Ja, man kann es automatisieren, das wurde mir auch geschrieben. Mir wurde teilweise sogar geschrieben, wie das geht, aber so ganz begriffen habe ich es halt noch nicht. Aber da dürft ihr euch nichts bedenken. Manchmal bin ich ein bisschen schwer vom KP. So, in der Zwischenzeit gucken wir mal. Ne, Asteroiden haben wir hier keine mehr. Ich wollte gerade sagen, gucken wir mal, ob wir noch ein paar Kristalle finden unterwegs. Die könnte man ja dann direkt mitnehmen. Erreiche profitabler Handel 3. Gut. Das heißt, wir sind jetzt da hinten. Was? Ich suche immer noch profitabler Handel 2. Mir wurde zwar gesagt, bloß weil jetzt hier nur 1, 3 und 4 ist, heißt das noch lange nicht, dass es 2 und so weiter gibt. Ich weiß aber, dass es ein Schiff, was ich gerne hätte, noch in profitabler Handel 2 ist. Also muss es das irgendwo geben. Weg frei machen. Jo. Ja. Jetzt fliegen wir dahin durch das Tor. Fortschrittliche Elektronikkomponenten von Merkur, Angreifer. Sprungtor, schwarze Sonne. Erreiche System, schwarze Sonne. So, jetzt müssen wir nach schwarze Sonne 4, ne? Da
Das ist schwarze Sonne 5, genau. Und wir müssen nach 4. Ja. Hier sind auch keine Asteroiden. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, was mich mal interessieren würde, wäre meine eigene Station, die mal so richtig zu erkunden, mal richtig durchzulaufen und so weiter. Aber das werde ich dann auf jeden Fall noch machen. Aber das machen wir in einer der nächsten Folgen, denn wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.